Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier im Untergrund, wo wir in der letzten Folge die Penisratte oder Penismaus und diesen Flughund getötet haben. Ich war sehr glücklich darüber, dass wir das geschafft haben. Und ich weiß, in der letzten Folge war eine ziemlich schnelle Abmoderation, aber ich hatte was zu tun noch und es war schon ziemlich spät. Und ja, ich habe mir gedacht, dass das einfach jetzt wirklich passt, wenn wir damit einen Triumphschlag sozusagen dann fertig waren. Und deswegen war das dann einfach so schnell und übermütig. So, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir nochmal zur Familie Henk. Nein, wie heißt die jetzt? Das kann ich nicht mehr aussprechen. Henki, glaube ich. Aber ich weiß ja, ob das jetzt stimmt. So, dann müssen wir aber hier hinten rum. Schau dir das Geschmier an. Oh Gott. Genau, Mr. Henke. Die Nuss. Ja, oh Gott, geil. Oh, ich freue mich. Ey, cool, ich freue mich. Stück Scheiße. Das ist geil. Ach Gottchen, ich liebe dieses Spiel. Ich bin schon fast traurig, dass, also wenn wir damit fertig sind. Aber es macht richtig, richtig großen Spaß, das zu spielen. Also wer es noch nicht hat, einfach kaufen. Macht Riesenspaß. Gibt's auch für Xbox, soweit ich weiß. So, das ist falsch, aber das. So, zack. Und dann geht's hier wieder nach oben. So, dann. Hallo. Dann würde ich sagen, suchen wir uns noch mal ein paar Nazi-Zombies. Denn wir brauchen, glaube ich, noch drei Ringe, wenn ich mich nicht recht täusche jetzt. Da oben waren wir, glaube ich, schon hier bei der Antenne, aber bei der da, glaube ich, waren wir noch nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ich gehe mal hier rein. So, was gibt's denn hier? Kann man denn hier irgendwo hoch? Tja, vielleicht. Was brauche ich dafür, einen Schlüssel? Warum nicht? Weißt du, die Hälfte der Stadt sagt, dass wir einen neuen Arse brauchen und er fragt, ob wir modeln wollen. Ah, okay, da kommen wir so hoch. Huh, wer ist das? Hallo? Cool, neuer Freund. Mal eben gefunden. So, mal gucken, ob die Frau irgendwas sagt, wenn wir jetzt direkt vor ihr teleportieren, aber nein. Ist vollkommen normal im South Park, kann jeder, macht jeder. Ach ja. So, dann würde ich sagen, gegen den können wir, glaube ich, nicht kämpfen. Wir schauen mal, ob hier drinnen einer ist. Obwohl das irgendwie ziemlich creepy wäre. Obwohl es insgesamt ziemlich creepy wäre. Tja, was habe ich denn gemacht? Das sehe ich aber gerade noch. Da kann man dann ein paar Stühle kaputt machen. Schamhaare. Hallo? Ah, okay, glaube Sorry. 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 Bitteschön. Vielen Dank. 80er Jahre Actionheld-Perücke, alles klar. So, das sind jetzt nicht so die tollen Sachen, weil wir das ja hätten eigentlich von Anfang an mitnehmen können, hier das Zeug. So, weiter geht's anscheinend auch gar nicht. Zack, zack. Raus hier. So, hier lang und da. Das Kino schaut irgendwie ein bisschen schlimm aus. In so ein Kino würde ich nicht gehen. Aber okay, da finden wir anscheinend keine Zombies mehr. Komm her, ich will dich töten.
So, ich würde sagen, wir füllen nochmal kurz unseren Vorrat an Tempotränken auf. Da wir eh ein bisschen Geld zur Verfügung haben. So. Jupp, ich würde gerne was kaufen. Ich glaube, 8 dürften reichen. Dann haben wir noch ein... Hallo? Ah, jetzt habe ich noch eingekauft. Aber egal, jetzt haben wir trotzdem noch einen kleinen Puffer, falls wir nochmal einen Tempotrank finden. Aber wir werden wahrscheinlich hier gleich einen benutzen wieder. Jawohl! Mrs. Hankey schreibt. Oh, ich habe 8 neue Freunde, sauber. Wir haben es echt drauf. Schön. Ich bin nur hier, um den Leuten zu erzählen, wie scheiße das ist. Hey, wenn du die, wenn du Pillen verkaufst, gib mir Bescheid. Mir egal, was für welche. So. Was können wir denn jetzt noch machen alles? Ist hier eigentlich Elgor noch drinnen? Das würde mich gerade interessieren, da wir ja den Schweinbeermann jetzt vernichtet haben. Der Schweinbeermann war aber auch Elgor. Was ist hier denn noch los? Nichts mehr. Okay, na gut, dann ist das anscheinend erledigt. Hallo? Hat's aber gerade rot angezeigt, hier. Ah, jetzt nicht. Aber es hat nicht viel gebraucht anscheinend. Nö, wir können immer noch nichts machen. Und da hinten ist auch keine versteckte Tür mehr oder so. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir. Oh Gott, seine ganzen Theorien hier. Das würde ich jetzt gerne mal von Namen anschauen. Statistiken, alles da. Ja, ja, der hat sich schon Mühe gegeben, aber war ziemlich verrückt. So, dann würde ich sagen, wir können noch irgendwo rauf, glaube ich. Ich würde sagen, wir gehen mal hier durch. Mein Kleiner. Du sagst mir auch nichts Neues anscheinend. So, dann gehen wir hier mal kurz hoch, denn hier war noch eine Antenne. Eine Alien-Sonde. Knappenhelm. Wir haben noch eine knappe Rüstung auch schon gefunden. Durch diese Alien-Sonden. Wenn ich mich nicht recht täusche. So, hallo? Gut. Und ab nach unten wieder. Und dann würde ich sagen, ja, wir haben echt viel geschafft schon jetzt in den letzten paar Folgen. Wir sind sehr, sehr weit gekommen. Achso, da muss ich A drücken, also Leerzeichen drücken. Und dann gucken wir doch mal. Obdachlosenproblem, jetzt fehlt nur noch ein Obdachlosenheim. Kehre zur Flucht und nutze eine Flasche Reinigungsmittel, um die Mutantenbakterie zu töten. Genau, aber das ist in der Schule. Und da weiß ich nicht, wie wir da rankommen können. Gleichgewicht herstellen, alles klar. Was gibt's denn noch? Und hier, nutze eine Portion Pountine, um die kanadische bellende Spinne der Mösenfurzhöhle zu finden und zu besiegen. Ah, das ist in Kanada. Oh, dann können wir gleich mal schauen, ob wir da hinkommen. Das würde mich interessieren. Ich glaube, das habe ich eh schon mal kurz angesprochen, ob wir denn irgendwie nach Kanada mal können. Gut. Ich dachte, der greift mich jetzt an. Oha, cool. Nein. Der war leider zu spät. So, wir üben nochmal das Schlaflied. Ist nichts Besonderes. So, passt. Wir können es langsam. Übung macht den Meister bekanntlich. Und zack. Dann kann er schon mal weg. Okay, ich dachte, wir kriegen ihn vielleicht, aber... Ich glaube, da kann man immer nur 2 davon wirklich abwehren. Ich glaube, in der amerikanischen bzw. englischen Version sagen die sogar noch ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber sowas wie Sieg im Heil
glaube ich, sagen die dann nämlich auch. Bin mir nicht sicher. Aber sowas habe ich hier jetzt in der deutschen Version noch gar nicht gehört. Ja, dann hau ihn doch aus. Hallo? Jetzt hat ein Nazi-Ring. So, dann den da hier noch. Der hat leider keinen mehr, aber egal. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Stück. Und ich sag, wir gehen mal ein bisschen hier rum, falls wir nochmal welche finden. Können auch mal ein bisschen Geld sammeln, auch wenn das gar nicht lohnt eigentlich. Naja. So, jetzt überlege ich gerade, was wir denn jetzt noch machen wollen. Ganz ehrlich, ich würde ja gerne hier das machen, aber wir haben gerade gesagt, wir gehen nach Kanada. Habe ich schon wieder vergessen. Und diese blöden Kinder, die würde ich, da würde ich jetzt gerne das letzte noch finden, wenigstens durch Zufall vielleicht in dieser Folge. Wäre recht cool. Vielleicht ist ja in Kanada eins. Weiß ich nicht. Kann man denn hier eigentlich rein? Bin mir nicht sicher, aber doch kann man sogar. Hier ist aber Müll drin. Oh, das ist der letzte Penner. Cool. Ich schwöre auf alles, das hatte ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, da wäre nur irgendwas drinnen wieder. So, die wären weg. Und dann schauen wir uns das hier nochmal an. Obwohl, das ist ja nichts Besonderes, da muss man nur schnell S drücken. Sobald es losgeht. So, jetzt müsste ich S drücken und dann war es das eigentlich auch schon. Das ist nichts Besonderes. So, schön abgewehrt, würde ich sagen. Und zack. Der ist weg. So, dann hätten wir das letzte Obdachlosen-Camp umsiedeln lassen. Kehre zur zur Bürgermeisterin natürlich zurück. Aber zuerst gehen wir nach Kanada. Wenn es hier beim Bauernhof vorbeigeht, ich bin mir nicht sicher. Und die liegt immer noch da, cool. Ich habe keine Ahnung, ob wir die überhaupt richtig umgebracht haben. Aber egal. So, geht das denn hier durch? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gerne da hinten an die Kiste rankommen, aber irgendwie ist das, glaube ich, nicht. So, ich wüsste gerne, wie wir denn nach Kanada kommen. Geht es denn hier hinten lang? Ich bin mir nicht sicher. So, dann probieren wir halt den Drachenschrei und boom. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier nach Kanada geht. Oh Gott, jetzt sind wir in dem Wald. Ich hasse diesen Wald. Ich gehe einfach mal geradeaus, weil Kanada lag ganz oben. Gott, hier geht's nicht mehr geradeaus. Oh, Zombie. Können wir uns nochmal kurz den letzten, nein, vorletzten Ring, glaube ich, besorgen? Was hat er gesagt? Das hätte ich jetzt gern verstanden. So, die haben wieder viel Rüstung. Aber ich würde sagen, es reicht, wenn wir sie anhaben. Ja, ja, dir auch. Vielen Dank. So. Schade, dass Jimmy nicht ein bisschen mehr abziehen kann. Das wäre echt schön. Oh, die habe ich jetzt nicht kommen sehen. So, ich glaube, wir gehen mal auf den. Oh no. Das war jetzt nicht gut. Ich würde sagen, mal kurz einschläfern. 1, 2, 3. So, wir haben zwei falsch und es geht fast. Super. Mein Unleben. Wieso macht er das denn nicht? Autsch. Einmal Power Akkord und dann machen wir nochmal das Schlaflied. Oh Gott, nein. So, schlafen bitte. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with so, perfekt. Alles geschafft. Freut mich.
Letztes Mal hat er es gemacht, wenigstens. Und dann würde ich sagen, Schlaflied geht nicht mehr, wir greifen ganz normal an. Und jetzt verbrennt er eh. Egal, egal. Hat sich schon erledigt. So, wir nehmen alles, einen Nachtsiering. 4 von 5 und jetzt haben wir es dann auch bald. Und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal hier geradeaus. Vielleicht kommen wir nach Kanada und unsere letzten Zombies. Schnappzi! Schnappzi! Oh, 3 Stück. Ich würde sagen, einfach mal alle anbrennen. So. Ich weiß, dass es echt nicht viel abzieht, aber ich möchte einfach, dass sie wenigstens alle brennen. 1, 2, 3. Und 1 haben wir falsch gehabt. Aber jetzt wenigstens schaffen wir es immer. So, einmal weg damit. Und das zweite Mal weg damit. Achso, nein, nicht ganz. Dieses Mal haben wir sie wenigstens abgewehrt. Habe ich es gerade noch gesehen. So, der letzte Nazi-Ring. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier aus dem Wald wieder rauskommen sollen. Zack, und dann schauen wir mal ganz kurz hier entlang. So, jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. Ich glaube, jetzt wiederholt sich das wahrscheinlich einfach nur noch. Oder? Nein, wir sind in Kanada. Der Unterschied, wie geil. Ahead of you lies the great kingdom of Canada. It is accessible only to the most noble and valiant of people. Oh, no, you don't. I can see that you are not Canadian. And there's only one way a non-Canadian can ever hope to enter the gates of our country. You must go back to your land and return here with a passport. Wo finde ich denn einen Pass? No? What, you think we just let anybody into Canada? Okay, Quest. Nee, ich habe keine Ahnung, wo wir einen Pass herkriegen. Hier mit rein. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück hier. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg nochmal. Geh einfach mal runter. Ah ja, perfekt. Das hat aber länger beim Hochgehen gedauert, oder? Wenn ich nicht. Doch, ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier einen Pass herkriegen sollen. Aber naja. So, dann gehen wir mal kurz zur Bürgermeisterin. Und in der nächsten Folge sprechen wir sie dann an. So, dann gehen wir da nochmal eben hin. Ich weiß gar nicht, für wen sollten wir die Zombie-Nazi-Ringe holen. Ich glaube, für die Polizei. Hallo? Jetzt hat. So, dann würde ich sagen, wir bringen uns hier mal hin kurz, dann gehen wir vor zur City Hall. Und dann haben wir für heute diese Folge auch wieder beendet. Und ich glaube, dann habe ich auch genug für die Woche jetzt. Entschuldigung, ich liebe Katzen, eigentlich wollte ich das nicht, aber es war gerade so verführerisch. So, okay. Dieses Mal eine etwas längere Abmoderation wieder, da es letzte Folge ja ziemlich kurz war. Dafür entschuldige ich mich nochmal, aber ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen hier lassen und vielleicht sogar einen Kommentar. Würde mich freuen. In der nächsten Folge sprechen wir die liebe Frau Bürgermeisterin an und gehen noch zum Polizeichef. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!